Den Bardatto-Rumpf, nachdem wir auch das Valera-Segel gekriegt haben. Eine Principi-Fahne. Ja, die Sachen verkaufen wir. Das Ding hat zwar eine hohe Reichweite, die Edirianische Kanalkanone. Aber wenn, dann kaufe ich mir noch zwei Dürrwälder-Schnauzen. Oder erbeute zwei. Weil ich werde wahrscheinlich eh versuchen, hauptsächlich auf Entermanöver zu gehen, außer es geht nicht anders. Ich merke, dass ich mannschaftsmäßig stark unterlegen bin. Weil ansonsten sind Entermanöver einfach effektiver. Nö, hier südlich von Nekataka ist nichts. Oder bin ich zu blöd vom Lesen? Ein Seeträumer namens Tahele. Tahe. So, das war wieder El und Reis. Ich glaube, uns geht dann langsam das El alle auch. Außer sie versteckt sich natürlich in Feowanne, aber das kann ich mir nicht vorstellen. So. Dann gehen wir jetzt mal. Die Wilde Meere. Kann ich nicht in die Handelsgesellschaft direkt rein? Turm der Seelenseher. Nee. Ich gehe jetzt mal direkt in die. Gehe jetzt mal noch zur königlichen. Also zur Valianischen Handelsgesellschaft. Weil das Kopfgeld von. Ja, Biakara ist sowieso dort. Was war mit dir nochmal? Achso. Das ist sie sogar. Ich habe mich um Biaka gekümmert. Perfetto, eine äußerst passende Prüfung deiner Fähigkeiten und, ein sehr vielversprechender Anfang für uns beide. Ja, 1600. Ich muss ja wohl nicht extra erwähnen, dass ich noch mehr Arbeit für dich habe, sofern du mehr Lust auf weitere Münzen hast. Inaya lacht leise in sich hinein. Du hast es gerade eigentlich erwähnt. Also, was hast du? The company is always eager to hunt pirates. My contacts have one by the name of Veen in their spyglass. Die Gesellschaft ist immer begierig darauf, Piraten zu jagen. Meine Kontakte haben einen mit dem Namen Veen aufs Korn genommen. Inaya zögert und spricht sie weiter. Veen is a Vithrak, if such things matter to you. Wen ist ein Vitrak, falls dir solche Dinge wichtig sind? Angeblich soll dir das zu Kopf steigen. Na, ich nehme an. You can catch up to Veen as he sails the Dow reckless far east of Nekataka, past the Kuaurikuhu Islands, no doubt thinking himself beyond our reach. Gerade, du kannst Veen einholen, wenn er mit der Dow leichtsinnig östlich von Nekataka segelt, an den Kuaurikuhu-Inseln vorbei. Zu einem Zeitpunkt, an dem er sich ganz sicher außerhalb deiner Reichweite glaubt. Anaya grinst in sich hinein und nickt. Das sind dann zwei Kopfgelder in dem Gebiet. Ja, Kopfgeld Biakara, Kopfgeld Veen. Veen segelt mit seiner Dau verwegen weit östlich von Nekataka hinter den Inselketten, hinter den
hinter der Inselkette Kuarikuhu. Da haben wir ja auch noch sie hier. Also Flammenläuferin Vesali gibt's dort auch. Gut. Warum können wir nicht hinein? Headquarters are still closed, sir. Das Hauptquartier hat noch geschlossen. Okay. Es ist jetzt 22. Das heißt, wir müssen... ...11 Stunden warten. Das hat noch nicht gereicht. Warten wir noch 2 Stunden. Ja, jetzt haben sie offen. Und wenn ich schon mal hier bin am Ankerplatz, werde ich hier auch bei den Geschäften meine Sachen verkaufen, die ich zu verkaufen habe. Also Rüstungen und Waffen hauptsächlich. Büro des Gouverneurs, VHK, Archiv, Treppe. Ich weiß nur, dass ich jetzt gerade nicht mit wem ich reden muss. Die Wache liegt zum höflichen Gruße. Governor Alvari will see. Ah ja, sie wird mich empfangen, sehr schön. Glad to see you in one piece, Watcher. I heard you had an eventful trip to Hasongo. Ich bin froh, dich noch an einem Stück zu sehen, Wächter. Ich hörte, du hattest eine ereignisreiche Reise nach Hasongo. The truth is that much of this archipelago is still a mystery to us. And such mysteries are often fatal. As the Royal Deadfire Company discovered. Die Wahrheit ist, dass viele Teile dieses Archipels immer noch ein Geheimnis für uns sind. Und solche Geheimnisse sind oft tödlich, wie die Königliche Todesfeuergesellschaft feststellen musste. Perhaps if you relay your findings to Director Castol, he will finally grasp that truth. Wenn du deine Ereignisse an Direktor Castor weitergibst, wird er diese Wahrheit vielleicht endlich verstehen. Ah, du hast hier das Sagen. Eine interessante Frage. Director Castor koordiniert die Aktivitäten der valianischen Handelsgesellschaft in der Region. Er hat eager to speak with you since your little encounter with the Cantanichesi. You will find his office upstairs. Seit deiner Begegnung mit dem Cantanichesi ist er begierig darauf, mit dir zu sprechen. Sein Büro ist oben. Should you have need of work or information, however, perhaps I can be of assistance. Solltest du Arbeit oder Informationen benötigen, kann ich jedoch vielleicht behilflich sein. Ja, ich habe Informationen bezüglich der Ereignisse in Hasongo. The Royal Deadfire Company's outpost, yes? Director Castol has some interest in that place, I understand. You will find him upstairs. Der Außenposten natürlich in der Königlichen Todesfeuergesellschaft, oder? Direktor Castol interessiert sich für diesen Ort, habe ich gehört. Du findest ihn im oberen Stockwerk. Okay. Was the Royal Dead? Was that all? Ja. Ist das alles? Ja. Travels. Should you have business? Don't hesitate to stop by. Gute Reise. Solltest du hier Geschäfte haben, schau einfach mal vorbei. Ja gut, ich habe ja zum Glück nicht Maya dabei. Also wird es nicht so schlimm sein, wenn ich mal hier ein bisschen plausche, auch wenn ich dabei immer mehr auf mindestens 2 verschiedene Hochzeiten tanze, sozusagen. Aber ja, ich brauche jegliche Hilfe und jegliches Geld für mein Unterfangen, Eotas zu verfolgen. Und ich weiß halt nicht, wie weit ich mit der Defiant noch kommen werde irgendwann. Der Direktor ist nicht da. Okay. Ado, Watcher. I'm still not sure how to account for these losses in the report. What can I do for you? Ja, wann kommt der?
wieder. Dann warten wir halt noch bis zum Mittag. Ja, super. Dann warten wir noch bis Nachmittag. Nö, scheinbar kommt er heute nicht mehr. Gut. Das heißt, wir verlassen die Valianische Handelsgesellschaft. Ja, scheinbar will der Direktor doch nicht mit uns reden. Cool in der Wache, Lukas Büro. Der wird uns auch nichts zu sagen haben. VHG-Aufseher. Das Büro ist abends geschlossen. Kommt bitte am Vormittag wieder vorbei. Ja, ist schon gut. Ja, die Wache starrt mich ausdruckslos an. Sehr schön. Verlassen wir jetzt das Haus. Takehu, you ever use your abilities to play jokes on anyone? Ikara, I once sold a water globe to a Mataru priest. It was filled with live fish. That doesn't sound like much of a joke. The trick was letting the sculpture break down while he slept with it over his head. Oh, I'm getting so many ideas right now. How would you feel about betraying the Watcher's trust? Okay. Eda fragt Takehu. Takehu, benutzt du deine Fähigkeiten manchmal, um dir einen Scherz mit anderen zu erlauben? Ikara, ich habe einmal einem Mataru-Priester eine Wasserkugel verkauft. Sie war voller lebendiger Fische. Hört sich nicht gerade nach einem guten Scherz an. Der Scherz darin bestand, die Wasserskulptur über seinem Kopf zerlaufen zu lassen, während er darunter schlief. Mir fallen gerade so viele Dinge ein. Wie wäre es, wenn du das Vertrauen des Wächters missbrauchst? Ich stehe neben euch. Gut, also. Hier kann ich Waffen und Rüstungen verkaufen. Hier kann ich irgendwelche Roben verkaufen. Hier kann ich nach Nahrungsmitteln gucken. Und hier kann ich meine Kanonen verkaufen, die ich da übrig habe. So, Zauberbücher. Muss ich gucken. Ich kann halt leider nicht sortieren. Nur so nach Wert halt. Da kommen die Zauberbücher halt hier. Kann ich die ganzen Akebusen zum Beispiel mal verkaufen. Oh, die gute Keule. Und normale Keulen und so weiter. Das kann alles mal verkauft werden. Auch was ich hier so teilweise habe, jedenfalls die normalen Sachen. Hier auch. Plus 1 Verfassung, das war für Palegina. Hier habe ich ehrlich gesagt nichts zu verkaufen. Sondern eher nur was zum Stacken und Stapeln. Böller für Edda zum Beispiel. Das dann noch für Edda. Na doch, den Rieselschwamm könnte ich theoretisch verkaufen.
Nahrungsmittelmäßig möchte ich nichts verkaufen eigentlich. Außer vielleicht Wasser und Schiffszwieback, weil Wasser habe ich viel zu viel. Schiffszwieback auch. Ach, hier sind meine Triumphsachen. Ressourcen will ich auch nichts verkaufen und Questsachen habe ich auch nicht zum Verkaufen. Nö. Also gut, dann werde ich hier jetzt speichern. Spielstand speichern. Das ist jetzt LP022. Und da sehen wir uns gleich wieder.